4. Wir haben heute Dienstag, den 26. April 2016. Es ist jetzt 6.03 Uhr. Wir sind auf dem Weg zum Hafen von Civitavecchia. Der Lotse ist schon an Bord, kurz vor 6. Wir haben eine Windstärke von 4 Beaufort. Fahren mit einer Geschwindigkeit von 9,1 Knoten und haben eine Außentemperatur von 12,4 Grad. 6.05 Uhr. Wir laufen im Hafen von Civitavecchia ein. Ein wenig bewölkt heute und noch sehr frisch. Rauchertreff der Innenkabine. Die Zenit verfolgt uns. Sie kommt auch nach Civitavecchia. Es ist ein wenig bewölkt heute. Die ersten Busse treffen ein für unsere Ausflüge hier. Heute sind wir ja in Civitavecchia. Es liegt 69 Kilometer nordwestlich von Rom und 244 Kilometer südöstlich von Livorno. Es hat ca. 65.000 Einwohner. Von hier verkehren Fähren nach Sardinien, Sizilien und Korsika. Frühstück im Ankermannsplatz. Mhm. 8.25 Uhr, unsere Fahrt geht los. Wir fahren nach Rom. Von Civitavecchia. Unser Bus liegt über die Straße. Rom wir haben Rom erreicht. Auf der Via Aurelia. Uns ist der Petersdom. Gesehen, wir haben 16 Grad und es steigt heute noch auf sagende 17 Grad an. Unsere Reisegruppe Nummer 25. Können Sie unverbindlich auf die Toilette gehen? Ob Bus möchte, der kann jetzt mit mir mitkommen. Castel San Angelo. Oh.
Richtung City. Wir sind am Piazza Navona. Auch der Elefant in Catania sieht so aus. Wir sind an der Piazza della Minerva, vor das Pantheon. Der Basilica Santa Maria sopra Minerva. In dieser Kirche ist die heilige Katharina von Siena beerdigt. Oder die Grabstätte befindet sich hier. Ist die Grabstätte von Katharina von Siena. Wir stehen jetzt vor der Kirche, wo die heilige Katharina von Siena begraben ist und die Grabstätte sich befindet. Am Plaza Minerva. Und hier dazu das gleichnamige Hotel. Wir sind jetzt vor dem Pantheon. Wir sind im Moment an der oder auf der Piazza di Pietra. Eine kleine Mahlzeit zwischendurch. Ausreichend ist im Moment. Wir haben gerade was gegessen, la locanda del Tempio. Gerade ziemlich geregnet. So ist auf dem Weg zum Brunnen. Yeah.
Ganz hinten ist die Piazza Venezia. Venezia. Fertig geworden. Ein Tisch mit Spiegel, von dort kann man die Decke da sehen. Santina Basilica Sant'Andrea della Valle. Kleine Pause. Wir sind im Café Orange. Wir sind wieder am Petersdom. Wir haben jetzt 15.45 Uhr. Den ganzen Tag. Thank you.
um 4 Uhr die Ballonschlangen. Wir sind wieder an unserem Treffpunkt. Es ist jetzt 16.30 Uhr. Gruppe 25 ist wieder auf dem Weg nach Civitavecchia. Ein letzter Blick auf den Tiber. Nochmal ein Blick auf den Petersdom. Wir biegen jetzt links ab auf die Via Aurelia. Gleich haben wir es geschafft. Das Gefängnis von Civitavecchia. Ist aber nicht viel. Da liegt das eine Yacht Olga. Haben wir es geschafft. 18.25 Uhr sofort. 18.45 Uhr, wir sind wieder an Deck. Wir hatten heute Ausflug Rom. Und wieder tobt das Meer. Wir sind in der Café Lounge. Um 20 Uhr legen wir ab, dann verlassen wir Civitavecchia. Wir haben Windstärke 6 im Moment. Gleich um 20.10 Uhr geht die Sonne unter. Die Zenit hat gerade den Hafen von Civitavecchia verlassen. Es ist gleich 20 Uhr, wir gehen zum Abendessen. 20 Uhr, wir sind wieder in der Schaubar und warten auf den Fisch im Mediterran, Atlantik Mediterran. Heute haben wir einen besonderen Wunsch bei unserem Wunschkellner und dem besten Kellner im Mediterran, Jay. Unser Waffen wird versüßt mit kleinen Häppchen. Ja.
20.15 Uhr. Wir legen ab. Wir verlassen Civita Vecchia und wir essen im Atlantik mediterran. Doris wird so verwöhnt, ohne zu bestellen, bekommt sie Dessert.